Schön, dass du da bist und dir bewusst einen Moment Zeit nimmst, um dich auf deine Prüfung vorzubereiten und diese selbstsicher zu durchlaufen. In dieser Selbsthypnose geht es genau darum, dieses Gefühl von Selbstsicherheit, vielleicht sogar von Gelassenheit zu erschaffen. Von dem Gefühl, dass du weißt, dass du das alles schaffen kannst und es auch schaffen wirst. Natürlich ist das kein Garant dafür, dass du diese Prüfung bestehen wirst. Aber sie nimmt dir die Angst davor und stärkt dich mit Selbstvertrauen, sodass du all das in der Prüfungssituation schon fühlen kannst und sicher verankert hast. Am besten wiederholst du diese Selbsthypnose bis zu deiner Prüfung regelmäßig, vielleicht sogar nochmal am Prüfungstag selbst, damit sich auch dieses Gefühl wirklich in jeder Zelle deines Körpers verankern kann. Und für diese Hypnose nimm jetzt eine angenehme Sitzposition ein. Vielleicht im Schneidersitz, vielleicht auf einem Stuhl oder wo immer du gerade einen Moment findest und einen Ort, an dem du in Ruhe und für dich allein sein kannst. Und wenn du eine angenehme Sitzposition eingenommen hast, dann schließe deine Augen und komm einmal bei dir an. Nimm einmal wahr, was du aus deiner Umgebung so wahrnimmst. Welche Gerüche, welche Geräusche nimmst du wahr? Ist da vielleicht irgendwo ein Luftzug, den du spüren kannst auf deiner Haut? Welche Information gibt dir deine Umwelt gerade noch? Und dann spür einmal in deinen Körper hinein. Ist er gerade angespannt? Ist er entspannt? Versuch nicht zu werten, was du gerade spürst. Selbst wenn du gerade angespannt bist, ist es vollkommen in Ordnung. Lass es einfach sein, wie es gerade ist. Nimm es an und spür einfach nur. Vielleicht kannst du auch spüren, dass ein Arm vielleicht schon ein bisschen schwerer und entspannter ist als der andere. Oder eine Körperpartie sich schon bereits jetzt komplett entspannen konnte. Und dann konzentriere dich für einen Moment auf deinen Atem. Dein Atem, wie er durch deinen Körper zirkuliert, ihn mit Sauerstoff versorgt. Und spür einmal, wie der Atemzug in deine Nase hinein, in deine Lungen dringt und auch dort wieder hinaus. Konzentriere dich nur darauf. Welche Gedanken gehen dir jetzt noch durch den Kopf? Woran denkst du gerade noch? Was siehst du vor deinem inneren Auge? Nimm das einfach nur wahr, nimm es zur Kenntnis, lass es sein und lass diese Gedanken und diese Bilder einfach ziehen. Wie auf einem Fluss, wo so kleine Stöckchen durchs Wasser treiben und irgendwann verschwinden sie aus deinem Sichtfeld. Und dann denk einmal an all die Prüfungen, die du bislang schon geschafft hast. Das wird sicher nicht deine erste Prüfung sein. Und geh sie einmal so ein bisschen in Gedanken durch, Prüfung für Prüfung, wie du sie alle schon gemeistert und geschafft hast.
Und vielleicht ist dir ja eine Prüfung ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil das Ergebnis herausragend war. Oder einfach dein Gefühl, dieses Gefühl der Leichtigkeit danach so stark war, dass du es heute noch spüren kannst. Dass du noch genau weißt, wie es sich damals angefühlt hat. Und dann denk einmal ganz bewusst an das Gefühl nach der Prüfung. Dieses Gefühl, wo sämtlicher Ballast von deinen Schultern gefallen ist. Dieses Gefühl, wo du wusstest, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Und lass diese Situation, dieses Gefühl, ich habe es geschafft, diesen Moment einmal ganz bewusst in dir aufkommen. Sieh dir diese Szene wie einen Film an, in dem du die Hauptrolle spielst. Sieh dir diese Szene aus der Ich-Perspektive an, aus deinem Blickwinkel heraus. Und dann lass diese Szene noch einmal klarer werden. Sieh, wie die Farben intensiver werden. Wie das, was du hörst, viel, viel klarer und deutlicher wird. Und wie dieses Gefühl der Freude, der Leichtigkeit ganz klar spürbar ist, als würdest du nur noch dieses Gefühl in dir tragen. Und dann spür einmal in dieses Gefühl in deinem Körper hinein, wie es sich jetzt aktuell in deinem Körper ausgewirkt hat. Wenn du nur daran gedacht hast und es ganz klar gemacht hast, dann spür dieses Gefühl, lass es in jede Zelle eindringen, lass es richtig in deinem Körper gespeichert werden. Und wenn du willst, mach es ruhig einmal doppelt so stark. Erhöhe es so weit, wie es sich für dich richtig und gut anfühlt. Und speichere diese wundervollen Gefühle wirklich bis in die letzte kleine Zelle, dass du sie von deiner Zehenspitze bis zur Haarspitze spüren kannst, dieses Gefühl, diese Leichtigkeit, dieses gute Gefühl, dieses Gefühl, es geschafft zu haben. Und bade dich richtig darin. Schließlich hast du dafür gearbeitet, es gelernt, dich vorbereitet. Du hast es verdient, dieses Gefühl zu spüren. Und dann behalte dieses Gefühl bei dir. Und geh gedanklich jetzt mal in den Tag der Prüfung, sieh, wie du morgens aufstehst, wie du dich vorbereitest, ja, wie du vielleicht sogar eine gewisse Art der Vorfreude spüren kannst. Und dann sieh, wie du deine Sachen zusammensammelst und dich auf den Weg dorthin machst, wo die Prüfung stattfindet. Schaust dort vielleicht nochmal kurz in die Unterlagen und du hast das Gefühl,
von Selbstsicherheit in dir und du weißt, dass du gut vorbereitet bist, bevor die Prüfung beginnt. Und dann lass vor deinem geistigen Auge jetzt die perfekte Prüfung beginnen. Wie du den Raum betrittst, wie du dich dorthin begibst, wo du geprüft wirst, vielleicht auf einem Stuhl, vielleicht ist es eine praktische Prüfung. Und wie du dich sicher fühlst, sowohl in deiner Körperhaltung, als auch in deiner Sprache und in dem, was du sagst. Und wenn du dich jetzt noch von außen beobachtest, dann schlüpf einmal rein in diese sichere Version deiner selbst. Und spür einmal, wie sich diese perfekte Prüfung anfühlt. Wie sich dieses Gefühl der Selbstsicherheit anfühlt. Und wie du einfach weißt, dass dir nichts geschehen kann, dass du sicher bist. Und dann speicher diese Gefühle, die du jetzt hattest, in dieser perfekten Prüfung, in der nichts schief gehen konnte, in der alles einfach klar lief. Speicher dieses Gefühl in jeder Zelle. Nimm dieses Gefühl voll und ganz in dir auf, in dem Wissen, dass es jederzeit abrufbar ist. Egal ob in der Prüfung, vor der Prüfung, jederzeit, wann immer du es brauchst. Und dann bedanke dich für all das Wissen, das bereits jetzt in dir steckt, für all das Wissen, das generell in dir steckt. Für all das Wissen, das du jederzeit abrufen kannst. Und bedanke dich für all das, was kommen wird. All die Erfahrungen, die du machen wirst während dieser Prüfung, nach dieser Prüfung. All die Erfahrungen, die damit zusammenhängen. Und dann kannst du ganz langsam und bewusst wieder an die Oberfläche zurückkommen. Nimm einmal einen tiefen Atemzug ein und aus. Spür, wie frisches Quellwasser dein Körper umströmt, wie es oben über deinen Kopf hinab an deinem Körper hinunterläuft. Wie dieses Quellwasser dich belebt und vitalisiert und bewirkt, dass du dich noch selbstsicherer fühlst, dass du dich richtig erfrischt fühlst und sicher für die Prüfung. Und dann beweg langsam die Fingerspitzen, die Zehen, vielleicht kreist du die Schultern und die Hände ein bisschen. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug ein und aus. Und wenn du gleich die Augen öffnest, dann fühlst du dich frisch, gut vorbereitet und du weißt ganz genau, dass du wirklich, wirklich bestens vorbereitet bist in dem Moment, wo du diese Prüfung betrittst. Und du weißt, dass du
da einfach ganz authentisch und ganz selbstsicher durchgehen kannst, dass du sicher bist. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und Leichtigkeit und all das, was du gerade brauchst für deine Prüfung.